Man kommt nicht drüber weg, ne? Da ist einer mal da, der kommt seriös daher, sonor, kanzlerfähig, kann eigene Fehler gut erklären. Der Habeck war doch immer unsere seelische Wärmepumpe. Lässt er unsere Begeisterung erkalten und hat diese Vetterleswirtschaft an der Backe. Also, wenn es jetzt die Faeser wäre, ne, von der hätte man es erwartet. Oder Olaf Scholz. Von Scholz erwartet man ja prinzipiell überhaupt gar nichts. Nicht, ne? Das liegt aber in der Familie. Doch Scholzens Frau war ja Brandenburg Bildungsminister und wollte unter anderem 200 neue Lehrerstellen für Mathe, Bio, Physik, Deutsch, was weiß ich, neu besetzen mit fachfremden Sozialarbeitern. Man muss nicht Bundeskanzler werden, um unfähig zu sein.